Janik Rathgeb, du hast eine ziemlich spannende Woche hinter dir mit diesen vielen Wechselgerüchen. Was so alles ist aufgekommen in den letzten paar Tagen, wie verkraftest du das? Ja, es geht eigentlich hier rein und da wieder raus. Mir spielt es jetzt eine Rolle. Es gibt Sagen. Ich weiss von dem Moment, was im Moment der Fall ist. Und im Moment ist überhaupt gar nicht der Fall. Von dem her, ich lasse mir da Zeit und nehme das entspannt an. Und eben, ich habe noch viel Hockey zum Spielen im Moment und konzentriere mich auf das. Jetzt ist ja die Nazi-Pause, wäre ja eigentlich vorgesehen, dass du ein bisschen Pause machen, jetzt darfst du mit der Nazi gehen. Was bedeutet für dich das Aufgebot? Ja, es ist extrem schön, weil eben letztes Jahr im Turnier im ersten Aufgebot sind es mehr auch Junge gesehen, vor allem. Und dieses Jahr ist ein recht starkes Team. Top-Spielerin von der Schweiz viel dabei sein und natürlich für einen extrem geehrt dort zuzugehören und allgemein immer mit der Nationalmannschaft. Das macht mir riesen Stolz und freue mich extrem auf das Turnier. Das Turnier ist auch für dich eine Bühne, wo du dein Talent kannst zeigen. Was denkst du, wie wird dir der Coach für Patrick Fischer einsetzen? Ja, eben, wir haben recht viele Verteidiger dabei, weil es werden nicht alle spielen, wegen der Champions League, die ich wirklich auf früher abreisen. Von dem her hoffe ich natürlich, dass ich meine Stärken zeigen kann, die natürlich im Powerplay und Offensive sind. Aber auch das habe ich mich extrem viel verbessert, schon in der Defensive. Und man merkt hier auch an, wo ich bekomme und probiere, die zu 100% auszufüllen. Aktuell läuft es so mit dem Club. Man ist auf dem 11. Platz. Das hätte man sicher nicht erwartet bei Freiburg, dass man so schlecht in der Saison startet. Nein, sicher nicht. Es ist sicher viel wieder auf und ab gegangen Anfang der Saison. Mit dem Schervenka, der noch gefällt hat, weil er im World Cup war. Mit dem Trainerwechsel war alles ein bisschen. Es war alles ein bisschen viel gewesen, glaube ich, auf das Mal. Aber ich habe das Gefühl, wir haben uns eigentlich recht gefasst. Wir haben von den letzten 7 oder 8 Spielen haben wir sicher 5 gewonnen. Inklusive im Cup sind wir weitergekommen und auch in der Champions League hoffen wir uns jetzt natürlich viel, dass wir auch weiterkommen. Und es geht sicher rauf bei uns, habe ich das Gefühl. Und wir haben auf dem Team haben wir eine sehr positive Einstellung, jeder kämpft, jeder trainiert hat. Und es ist nur eine Frage von Zeit, bis wir über den Strich kommen. Wie gehst du damit um, wenn der Druck kommt, von uns ins Team hineingetragen wird, man muss gewinnen? Man hat einen schlechten Start verwirrt. Wie geht man da als Spieler um, mental? Ja, ich glaube, im Moment haben wir nicht so extremen Druck von der Clubseite her oder von der Fanseite her. Wir spielen eigentlich extrem gutes Hockey im Moment. Wir haben gestern unglücklich verloren, gegen Lausanne eigentlich auch verloren. Es war eigentlich auch ein Spiel, das wir hätten gewinnen können. Wir haben besser gespielt, vor allem gegen Lausanne, das Gefühl, dass sie einfach extrem effizient waren. Wir hatten ein schönes Wetterspiel geprägt. Aber wie gesagt, bei uns geht es eigentlich bergauf und wir alle wissen das. Und wir lassen uns da nicht lange Druck setzen von außen oder von irgendwo. Von dem her spüren wir eigentlich nicht von dem. Wir haben es am Anfang schon ein bisschen angesprochen. Deine Zukunft ist noch offen. Du haltest dich auch ein bisschen bedeckt. Ist das absichtlich? Ja, absichtlich ist eigentlich. Ich kann nichts erzählen, was ich nicht weiss. Wir haben mit meinem Agent eigentlich abgemacht, dass wir das anschauen, irgendwann im November, Dezember. Von dem her haben wir jetzt jedes Gespräch oder jede Offerte haben wir jetzt abgelehnt. Wir wollen wirklich noch nichts mit sehen. Es ist noch extrem viel Hockey zu spielen, vor allem mit dem Zenit Cup. Wir haben die Champions League, wir haben mit der Nationalmannschaft. Natürlich eine Meisterschaft und es sind einfach andere Sachen, die im Moment wichtig sind für mich und wo ich meinen Fokus legen sollte. Und sobald das alles sich ein bisschen gelegt hat, schauen wir das vielleicht mal an. Du hast vorhin gesagt, ihr habt die Offerten abgelehnt. Ist das ein bisschen eine Taktik oder ist es mehr so, ich tue erst im Dezember oder im Januar entscheiden, wo ich hergehen will? Also quasi noch kein Absatz oder Clubs einfach im Moment warten. Gut, das ist eigentlich einfach nicht, dass wir nicht voreilig eine Entscheidung machen wollen. Wir müssen uns das genau überlegen. Ich habe sicher das Glück, dass ich mir
dass ich mir ein bisschen Zeit lassen kann. Und ich möchte mir die Zeit nehmen, weil es sicher eine grosse Entscheidung ist, die meine sportliche Karriere so wird beeinflussen wird. Und dann möchte ich mir eigentlich Zeit lassen. Und taktisch ist es eigentlich nicht, weil eben, ich bin nicht so ein grosser Fan von früher unterschreiben irgendwo. Es bringt Unruhe in das Team eigentlich. Von dem her habe ich lieber so ein bisschen Amerikanische, wo im Endeffekt alles angeschaut wird und dann die Karten gemischt werden. Und es ist es kann irgendetwas passieren, ein Spieler geht weg, ein Spieler kommt und er ist extrem unruhig im Team. Und das möchte ich verhindern. Und von dem her schaue ich das an, alles, wenn die Zeit nachher ist. Einfach wirklich ein bisschen den Kopf lüften, überlegen, was kommt, was die beste Option ist für dich. Ja, klar, eben, ich muss mich auch zuerst ein bisschen bestätigen. Die Meisterschaft bin ich noch nicht so durchgestartet bis jetzt. Die Champions League konnte ich mich ein bisschen besser zeigen. Und von dem her möchte ich einfach mal wieder auf das Niveau kommen, wo ich spielen möchte. Und dann kommt alles nebendran. Schauen wir noch ein bisschen gegen vorne schauen in Zukunft. Du hast gesagt, eben, die CHL sei der wichtige Göpp, ist der wichtige, die Meisterschaft ist der wichtige. Wenn du jetzt müsstest eine Priorisierung machen von diesen drei Sachen, wie würdest du die machen? Nein, eben. Es ist eben noch gäbig, dass der Cup, die Champions League und die Meisterschaft und eben Playoff alles ein bisschen verteilt ist. Und im Moment, nächste Woche ist die Champions League, der Fokus ist extrem auf sicher zu weiterkommen. Im Cup braucht es nur 3 Spiele und dann hast du den Titel. Und das ist natürlich sicher ein Grund, sich ein bisschen zusammenzureissen und den Fokus dann dort drauf zu legen, wenn es so weit ist. Und schlussendlich natürlich die Meisterschaft, die eigentlich am wichtigsten ist. Vor allem, weil es eigentlich halt 50 Spiele ist und auch noch Playoffs. So, da hast du sicher den grössten Fokus drauf, weil dort hast du die meisten Spiele, aber sagen die anderen Sachen sind sicher genauso wichtig. In der Schweiz lacht man ein bisschen über Fribourg-Gottero, wie sagt man, ein bisschen die Titel hören. Kommt das überhaupt da irgendwo durch eine andere Mannschaft oder lacht man da auch selber ein bisschen drüber, schmunzelt ein bisschen? Wir lachen selber ein bisschen darüber, aber meine, es gibt andere Clubs, die noch keinen Titel haben. Von dem her, weiss ich nicht, wieso es immer gegen Fribourg trifft. Aber früher bin ich auch ein bisschen gleich gewesen. Ich bin auch ein bisschen Fribourg gegangen. Aber jetzt mit dem Cup fehlen 3 Spiele und dann hat man schon einen Titel. Von dem her, es wäre sicher extrem schön. Aber ich glaube nicht, dass sich irgendjemand hier Druck machen lässt, wegen so etwas. Und man hat es eigentlich recht relaxed. So, spiele einfach dieses Spiel. Die Rivalität zwischen Stadtclub Bern und Fribourg ist ja gross. Wie erlebst du die? Ja, es ist extrem cool eigentlich, weil ja, es ist eben so Derby, es ist etwas, was eigentlich Hockey ausmacht. Eben Langenthal, Olten, wir auch gegen Genf und gegen Lausanne, das Romandie Derby, ist immer etwas Spezielles. Und Bern, wo einfach wirklich nebendran ist und wo viel Geschichte dahinter ist, mit Bickhoff-Kummendorf und was sie den meisten Titel verpasst haben. Vor 2-3 Jahren haben sie es verpasst, gegen Bern die Serie zu gewinnen. Und darum ist es extrem schön, es ist immer ein hart umkämpftes Spiel. Am liebsten habe ich die kurz vor einem Meisterschaftsende, dass du in einen richtigen Playoff-Modus kommst. Und eben, bist du dann voll drin. Es ist immer extrem schnelles Hockey, wie auch gegen Lugano, Davos. Immer so ein spezielles Spiel. So Rivalitäten, die sich viel im Finale oder Halbfinale schon getroffen haben. Auf dem ist es immer extrem viel, macht es viel Spass. Vor allem ich auch, als Berner spiele natürlich umso lieber noch gegen Bern. Wie viel Rest-Hockey ist da in meinen Spielen zwischen Bern und Fribourg? Ja, ich denke, jedem Derby gibt es extrem viel von dem. Vor allem jetzt mit dem neuen Modus, wo eigentlich auch noch mehr Spiele untereinander hast. Ich mache das extrem gerne, für mich macht es Spass. Es macht auch das Spiel ein bisschen interessanter, die Leute sind ein bisschen mehr. Also das Spiel ist einfach viel intensiver, viel strenger, viel mehr Emotionen. Und darum sind die Sieger auch eigentlich umso wichtiger gegen Derby-Kandidaten. Und von dem her ist extrem viel sicher, was geredet wird auf dem Eis. Aber schlussendlich wird hier eben nicht nur Trash-Talk, sondern viel mehr Checks so geliefert. Und das ist eigentlich das, was Spass macht. Wir sehen, der Trash-Talk-König ist Thomas Rüfenacht. Immer wenn er lächelt, ist mir als Zuschauer fast zu genau zu sagen, er hat wirklich den Gegner auf die Chippe genommen. Lebst du ihn als Gegner auch so?
Ik heb zo niet zoveel met hem dat ik het gevoel ga in deze Hinsicht. Ik ben nog wel een van die zich gerne provozieren. Wenn ich den Song verloren habe und das Album rausnehmen zum Spielen, habe ich auch noch ein schönes Lächeln drauf. Aber der Lapier ist sicher auch so einer, der das beherrscht. Und, ja, weiss nicht, ich habe noch diese Saison noch nie gegen Bern können spielen, aber vielleicht wird ich noch ein Treffen mit dem Rövenacht haben, wer weiß. Aber ist so ein Spieler ähnlich wie jeder andere, der dich provozieren will und musst einfach darauf einlassen und die Spieler ziehen. Wir sind jetzt hier im Swiss Hockey Day. Was bedeutet dir der Tag als Spieler? Was gibt er dir zurück? Ja, für mich ist es extrem schön, wenn ich immer auf Langenthal zurückkomme. Hier in Schoren, hier bin ich aufgewachsen, ist meine Heimat. Ich bin von klein auf immer ein Spiel schauen. Mein Onkel, der Noel Guia, bin ich natürlich durch ihn, bin ich immer viel verbunden mit dem Hockey, mit dem Ganzen. Ich bin hier eben. Seit ich lieber gesehen habe, fast immer schauen, wenn ich konnte. Ich habe hier angefangen. Eigentlich. Und es ist extrem schön, jeden Kids etwas eigentlich mitzugeben. Ich war dann auch froh gewesen, oder hatte mega Freude, wenn jemand von der ersten Mannschaft kam. Und wenn ich in die Garderobe konnte und konnte Kontakt knüpfen mit denen. Und es ist einfach eben, Leute zum Hochen schauen. Und ich hoffe, ich kann jetzt das Gleiche machen für sie und helfen ihnen, eben ein bisschen weiterzukommen oder einfach den Spass zu haben. Was denkst du, was nehmen sie von dir mit? Ja, in so einem jungen Alter ist es noch recht schwierig, innerhalb von einer Stunde jemandem etwas beizubringen. Aber ich probiere einfach Spass an mit den Kindern und eine tolle Zeit zu machen. Weil, eben, es gibt es noch einmal im Jahr, das ist ein okay Day. Und eben, da ist sicher der Fokus sicher einfach auf den Spass haben, ohne Hintergedanken in die technischen Sachen beizubringen. Wenn man dir so zugeschaut hat, du hast zwischendurch recht locker geschonen, du hast wirklich genossen von außen her, stimmt das? Ja, das ist absolut so, macht immer Spass. Das kleine Mädchen hat eine kleine Gilde anlächelt auf mich und du weißt, du hast jetzt etwas Gutes gemacht, also ihnen etwas Gutes beibracht oder etwas Lustiges gemacht. Also. Es ist extrem schön, mit den Kindern zusammen zu arbeiten. Es macht viel Spass, weil bei ihnen musst du nicht viel machen, es ist ein Lächeln im Gesicht schon nur. Zum Beispiel bei meiner Übung mussten sie zwischen zwei Pfosten schiessen, sie brechten. Das ist schon eine riesige Freude und das macht mir auch eine riesige Freude. Janik Rathgeb, wir wünschen dir für deine Zukunft alles Gute und viel Glück in Augsburg mit dem Deutschland-Cup. Danke vielmals.